B1.4. Der Kreis um D mit Radius DE schneidet die Strecke DC im Punkt F. Zeichnen Sie den zugehörigen Kreisbogen EF in die Zeichnung zu B1.2 ein und berechnen Sie sodann das Maß des Winkels EDF. Erster Teil ist also, einen Kreis zu zeichnen, nämlich mit Mittelpunkt D, den haben wir hier, und dem Radius DE. Das heißt, als wir nehmen den Zirkel, stechen mit der Spitze bei D ein und stellen den Radius auf die Strecke DE. Dann schneidet dieser Kreis die Strecke DC im Punkt F. Diesen Kreis kann ich jetzt hier auf dem PC leider nur skizzieren. Ihr könnt mit dem Zirkel natürlich sehr viel genauer arbeiten. Dieser Kreis sieht dann also ungefähr so aus. Hier haben wir dann den Punkt F. Wir sind aber noch nicht fertig, weil es heißt ja, berechnen Sie sodann das Maß des Winkels EDF. Das ist dieser Winkel hier. Jetzt ist natürlich Unsinn, im Dreieck EDF zu EFD zu rechnen, weil da kennen wir zu wenig. Wir sehen ja sofort, der Winkel EDF ist genau der gleiche wie der Winkel EDC und damit kann man viel besser rechnen. Schreiben diese Erkenntnisse schnell auf. Der Winkel EDF ist der gleiche wie der Winkel EDC und da starten wir jetzt wie folgt. Das Dreieck ECD ist wieder kein rechtwinkliges Dreieck, damit funktionieren wir Sinussatz und Kosinussatz, den wir in der Formelsammlung auf Seite 30 finden. Und wieder gilt zu überlegen, welcher dieser beiden Sätze könnte denn funktionieren. Sinussatz bräuchten wir zwei Seiten und die gegenüberliegenden Seiten, zwei Winkel und die gegenüberliegenden Seiten. Dieser Winkel hier ist gesucht. Die gegenüberliegende Seite ist bekannt, dieser Winkel ist bekannt und die gegenüberliegende Seite ist auch bekannt. Also ist die erste Überlegung, der Sinussatz würde funktionieren. Es gibt hier allerdings eine kleine Gemeinheit. Sinussatz und Kosinussatz basieren auf den Kongruenzsätzen. Das heißt, nur wenn die Kongruenzsätze erfüllt sind, 8. Klasse lässt grüßen, gibt uns der Sinussatz oder der Kosinussatz uns auch ein Ergebnis aus. Ja, ein Kongruenzbeweise heißen ja, Dreiecke sind eindeutig konstruierbar, wenn. In diesem Fall könnte man sagen, der Kongruenzsatz wäre der Seite-Seite-Winkel, also die Seite, eine Seite ist bekannt, die zweite Seite ist bekannt und der Winkel muss der größeren Seite gegenüberliegen, damit es ein Kongruenzsatz ist. Schauen wir uns an, die 16,44 Grad liegen dieser Seite gegenüber. Das ist aber nicht die größte im Dreieck. Folglich werden wir, wenn wir den Sinussatz ansetzen, zwei Ergebnisse rausbekommen. Ja, also würden wir jetzt den Sinussatz durchrechnen, dann wird irgendein Ergebnis mit 53,58 Grad wahrscheinlich rauskommen. Das ist eine Lösung. Die zweite Lösung wäre dann, dass wir 180 Grad minus das Ergebnis vom Sinussatz berechnen müssten, um auf unseren Winkel EDF zu kommen. Um diesen Fall zu umgehen, haben wir noch eine zweite Möglichkeit, nämlich den Kosinussatz. Wenn wir das Dreieck anschauen, ECD sind alle drei Seiten bekannt und den Winkel müssen wir berechnen, also der funktioniert ebenfalls. Und wenn wir jetzt nochmal in die Kongruenzsätze gehen, hier haben wir den Kongruenzsatz Seite, 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 es wird also ein Ergebnis rauskommen. So, genug Wiederholung, 8. Klasse, gehen wir in den Kosinussatz. Wir fangen mit der Seite an, die gegenüber vom Winkel liegt, und das ist die Strecke EC. Wir schreiben also auf, EC Quadrat ist gleich, und jetzt die beiden anderen Seiten, ED Quadrat plus CD Quadrat minus 2 mal ED mal CD mal Cosinus des Winkels. So, setzen wir die bekannten Größen ein. EC hatten wir mit 4,8 zum Quadrat, dann 1,69 Quadrat plus 3,6 Quadrat minus 2 mal 1,69 mal 3,6 mal Cosinus unseren gesuchten Winkels. Diese Gleichung ließe sich jetzt über den Solver des grafikfähigen Taschenrechners lösen. Oder wir formen per Hand um. Allerdings ist mein Platz jetzt hier zu wenig, also erkläre ich es nur.
Wir müssen die Gleichung nach Winkel EDC auflösen, also muss der ganze Rest erstmal nach links wandern, also links vom Ist gleich. Zuerst müssen wir die Strichumformung machen, das heißt, wir schauen, was ist alles mit Plus und Minus an diesen Winkel hier gekoppelt. Ja, das ist alles mit Mal noch dran, das dürfen wir noch nicht benutzen. Aber die beiden vorderen können schon mal mit Minus auf die linke Seite rüber. Also 4,8 Quadrat und jetzt dieses nehmen wir nach links rüber mit minus 1,69 Quadrat und das ebenfalls mit minus 3,6 Quadrat. So, jetzt nochmal den ganzen Rest abschreiben. Minus 2 mal 1,69 mal 3,6 mal Cosinus von Winkel EDC. Jetzt sehen wir, diese Zahlen hier sind alle mit einem Mal an den Cosinus gekoppelt. Um das jetzt auf die linke Seite zu bringen, teilen wir also durch diesen ganzen Teil hier. Das ergibt dann auf der linken Seite einen Bruch. Oben in den Zähler kommt einfach das rein, was wir hier schon stehen haben. Und unten in den Nenner kommt alles, was hier vor Cosinus steht. Und übrig bleibt hier noch der Cosinus von EDC. So, jetzt müssen wir den Cosinus wegbringen. Das funktioniert mit der Umkehrfunktion, also mit dem Cosinus hoch minus 1. So, hier folgt jetzt dann in der Klammer alles, was jetzt hier auf der linken Seite steht. Also 4,8 Quadrat minus 1,69 Quadrat minus 3,6 Quadrat. Geteilt durch minus 2 mal 1,69 mal 3,6, Klammer zu, ist gleich der Winkel EDC. Und diesen Teil tippen wir jetzt noch in den Taschenrechner ein. Und dann folgt daraus, Winkel EDC sind die gesuchten 126,42 Grad. Und damit wäre jetzt unsere Aufgabe zu Ende.